Der deutsche Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen ist problemlos ins Playoff-Halbfinale der Bundesliga eingezogen und hat seine eindrucksvolle Siegesserie fortgesetzt. Die Mannschaft des früheren Bundestrainers Vital Heinen setzte sich am Samstag beim TV Bühl mit 3:0, 25:23, 25:16, 25:16 durch und feierte wettbewerbsübergreifend den 37. Sieg in Folge. Die Best-of-Three-Serie des Viertelfinals entschied Friedrichshafen mit 2:0 für sich und geht mit Rückenwind in das Top-6-Hinspiel der Champions League beim polnischen Meister Sechser Kędzierzyn Koźle am kommenden Mittwoch. Berlin kassiert Ausgleich, die weiteren Favoriten verpassten am Samstag in fremder Halle dagegen Entscheidung. Deutsche Meister Berlin Recycling Volleys unterlag beim SVG Lüneburg mit 1:3, 22:25, 25:22, 21:25, 25:27. United Volleys Rhein-Main mussten sich dem TSV Herrschinga mit 0:3, 20:25, 26:28, 21:25 geschlagen geben. In beiden Serien steht es nun 1:1, am 8. April werden Halbfinalteilnehmer in Berlin und Frankfurt ermittelt. Am Sonntag 18:00 Uhr steht zudem im vierten Viertelfinale das zweite Duell zwischen den alten Volleys Haing und den Power Volleys Düren an. Düren hatte das erste Spiel für sich entschieden.